So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute hier gemeinsam mit Marc jetzt am Freitag, den 22. Oktober 2021. Wir wollen einen Blick uns auf die Märkte gönnen und tatsächlich einen Blick heute ganz besonders auf Social Media Companies werfen. Der eine oder andere hat es gestern vielleicht gesehen, vielleicht heute früh auch schon bei der Discord oder in der Discord Community gelesen. Ich habe heute früh schon bereits einen Gameplan skizziert dort, weil vielleicht heute Nachmittag einiges an Action erwartet werden darf. Snapchat hat gestern nachbörslich Zahlen vorgelegt und die waren alles in allem eigentlich relativ solide. Was nicht so gut war, war allerdings die sogenannte Guidance für das vierte Quartal, die katastrophal schlecht ausgefallen ist. Und tatsächlich dann auch andere Social Media Corporations, also Firmen, wie beispielsweise Facebook oder auch Twitter, sehr stark unter Druck gebracht hat. Und alles kommt zurück auf eine Funktion, die Apple schon im Juni 2020, Entschuldigung, nicht 21 natürlich, 2021 auf den Weg gebracht hat. Und zwar im Hinblick auf die sogenannte Privacy Function. Und also man kann sich das so vorstellen, ne, wenn man sein Smartphone eben nutzt an dieser Stelle, man kriegt, wenn man sich über die Straße bewegt, Google Maps oder sonst dergleichen, das vielleicht als Orientierung hat, dann kriegt man entsprechend eben Ads eingespielt. Also das heißt Werbung, die entsprechend zugeschnitten ist, ausgehend von deinem persönlichen Nutzungsverhalten im Internet, was dich interessiert und dergleichen. Und dann wird dann entsprechend eben Werbung eingespielt, die natürlich dein Kaufinteresse wecken soll. Und das kostet nicht nur Geld, also, sondern das ist auch durchaus ein sehr, sehr einträgliches Geschäft natürlich. Und in diesem Zusammenhang verdienen Firmen wie Snapchat oder Facebook oder Google oder Twitter, verdienen eben sehr, sehr viel Geld aus diesem Weg. Naja, und nun ist es eben so, dass diese Privacy Function von Apple Smartphones, die ja auch durchaus sehr umfassend den Markt gekapert haben, in Anführungsstrichen über die letzten 10 Jahre, dass diese eben dieses Einspielen von Ads in der Lage ist zu unterbinden. Und infolgedessen wirkt sich das auf alle sozialen Firmen dann oder beziehungsweise Social Media Companies aus, die in diesem Bereich eben einen Großteil ihres Einkommens oder ihres Revenues eben generieren. Ja, und das hat Snapchat jetzt gestern kommuniziert in seiner Guidance. Und wie gesagt, wir werden da gleich einen Blick drauf werfen. Die Aktie nachbörslich mehr als 20% im Minus, hat massive Volumina gesehen und wir dürfen davon ausgehen, dass die heute richtig, richtig heiß sein wird, die Aktie. Genauso auch für Twitter. Twitter ist dann auch charttechnisch ganz interessant. Da werfen wir gleich auch noch einen Blick drauf. Darüber hinausgehend natürlich ein kurzer Blick auf Gold, auf Silber, natürlich wie gewohnt. Gold, Silber weiter oberhalb von 24, also Silber oberhalb von 24 Dollar. Gold wieder in Richtung der 1800er Region unterwegs, trotz anziehender Zinsen aus den USA. Gestern S&P in Richtung Allzeithochs auf dem Weg gewesen. DAX irgendwie ja so ein bisschen an die Leine gelegt. Mal schauen. Jetzt, wie gesagt, Social Media. Wir haben nächste Woche auch die Earnings zum Beispiel von Facebook dann an dieser Stelle, auch von Google, Fangman. Könnte durchaus also Abgabedruck dann über diesen großen, breiten Komplex erfolgen, der dann vielleicht auch den breiten Markt unter Druck bringt. Mal schauen. Noch halten wir uns im DAX jedenfalls oberhalb von 15,5. Demnach die Inflection an dieser Stelle. Und solange wir drüber handeln, ist eigentlich die Bullischen ist weitergegeben, so zumindest meine Einschätzung. Ja, Bitcoin hat sich nicht ganz so abstoßen können von der 64, auch da werfen wir einen Blick drauf. Hat gestern so einen kleinen Mini-Flash-Crash vielleicht nochmal gesehen. Also wir haben auf jeden Fall einiges an Topics, die wir in den folgenden Minuten hier abdecken wollen. Und zunächst allerdings, wie gewohnt, wir haben voll regulierten Broker hier mit Markets, einen Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich mit diesem erstmal vertraut, entscheide dann, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet. Und darüber hinaus dann kann man auf der Webseite von markets.com/de nicht nur den vollständigen Risikohinweis natürlich nochmal lesen, sondern eben auch in dieser Konstellation sich dann ein kostenloses Demo runterladen. Demo bedeutet risikofreies Testen. Wenn man dann entscheidet, der Handel mit diesen Produkten eignet sich für mich, dann gerne auch ein Live-Konto eröffnen. Darüber hinausgehend natürlich allerdings Multi-Asset-Brokerage, also das heißt auch andere Asset-Klassen in diesem Zusammenhang verfügbar. Andere Asset-Klassen bedeutet an der Stelle besonders physische Aktien, ETFs, eben für längerfristige Investlösungen. Alle Informationen nochmal markets.com/de. Meine Wenigkeit gerne kontaktieren, wenn es um Fragen rund um den Markt geht, Einschätzungen, heiße Titel, die wir gerne hier im Morning-Meeting abdecken können und dergleichen. Sei es jetzt bereits hier in der Live-Funktion oder beziehungsweise in der Chat-Funktion im Livestream, sei es auch darüber hinausgehend eben dann über Twitter beispielsweise oder aber über meine Webseite jk-trading.com/forum oder beispielsweise auch per E-Mail, steht da gerne euch mit Rat und Tat zur Verfügung. Und hier einmal den Blick auf den DAX, mit dem wir wie gewohnt klassisch beginnen wollen, aber wie gerade einführend schon gesagt, wir werden uns hauptsächlich heute dann in den folgenden Minuten auf die Social Media Companies eben konzentrieren. Nichtsdestotrotz
Wichtig ist im Hinblick auf den DAX nochmal kurz, auch wenn die Price Action jetzt nicht so spektakulär ist, auch sich gestern nicht so spektakulär darstellte. Wir sehen hier, da gab es gestern früh eine kurze Attacke auf die 15,4, dann den Bounce, aber die Folgestunden waren dann recht unspektakulär, seitwärts treiben. Und heute früh dann, und das ist eigentlich ein starkes Signal, ehrlich gesagt. Und deswegen bei aller Skepsis, die jetzt dieser Earnings Release dann im Hinblick auf Snapchat und beziehungsweise die Auswirkungen auch auf Twitter, auf Facebook beispielsweise hat, so ist es dennoch so, dass wir uns verhältnismäßig stark präsentieren können, die 15,5 halten können hier zur Eröffnung. Schon eine erste Attacke auf die 15.600er Region gestartet haben. Und nunmehr ist es eben so, wenn wir jetzt hier auf der Stundenbasis oben rechts den Trendkanal ein bisschen anpassen. Also das heißt hier, dann verläuft ja alles in allem etwas weniger steil, in Anführungsstrichen. Aber nichtsdestotrotz, wir bewegen uns immer noch in einer Aufwärtssequenz, nachdem wir in der vergangenen Woche nicht, kurz überlegen, vor 2 Wochen war es. Vor 2 Wochen an einem Mittwoch hier diesen kurzen Flash unter die 15.000er-Marke gesehen haben. Also wir sehen, dieser Aufwärtstrendkanal, der kann weiterhin erstmal gehalten werden. Und sollte es jetzt gelingen hier, dass wir eben ganz besonders dann über die 15.600er-Marke uns bewegen, dann wären in der Konstellation eben weitere Aufschläge, wären weitere Aufschläge denkbar Richtung 15.7 und auch das übergeordnete Bild, an dem sich natürlich der DAX an dieser Stelle hier orientiert, nämlich der S&P. So, der ist weiterhin sehr stark und hat das, was wir schon in den letzten Morning Meetings hier zum Thema gemacht haben, gestern, wenn auch nur marginal, aber es hat ausgereicht für kurzweg, na, hier ist die Kurshistorie nicht ausreichend lang, aber hier kann man es sehen. Wenn wir den Chart ein bisschen zusammenschauen, kann man sehen, ganz marginal sind wir auf neue Allzeithochs vorgestoßen. Ganz, ganz marginal, 4.550. Und die Aufwärtssequenz, auch wenn sie jetzt ein bisschen abflacht, aber nichtsdestotrotz bleibt gegeben. Und nochmal, wir haben jetzt besonders im Hinblick eben auf das Fangman-Kartell, welches ja besteht aus Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia. Habe ich jetzt alle 7? Ja. Fangman. Haben wir natürlich mit Facebook, mit Google an der Stelle zwei Giganten, die nochmal, also mit Ausblick auf ihre anstehenden Earnings. Wir können mal ganz kurz einen Blick werfen übrigens. Ich will es mal ganz kurz zeigen auf der Webseite von Markets. Und zwar gibt es eine richtig, richtig coole Funktion. Also wir gehen auf die deutsche Webseite natürlich. So. Und dann könnt ihr hier euch über die Nachrichten, könnt ihr euch den Tab US-Berichtssaison anschauen. Da wird das alles aufgeschlüsselt. Ich gebe das mal ganz kurz hier als Link in die Chatbox. Ich mache das mal Englisch. Earnings, zack. Kurz zur Position 1. US-Earnings ist es ganz besonders. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, da für Q3, abhängig von dem jeweiligen Datum, euch anzuschauen, welche Firmen da entsprechend eben released haben, also die Big Player. Ja, also das heißt, das fängt jetzt hier nicht en Detail die Earnings ein, so wie ich das jetzt hier zum Beispiel habe, über Earnings Whispers, über meinen Twitter-Kanal, wo dann auch entsprechend hier beispielsweise Abbott drinstehen oder Crocs beispielsweise, das ist gestern vorbörslich veröffentlicht worden, oder von mir aus auch noch Samuel Adams oder Chipotle oder sonst dergleichen, heute Schlumberger. So, daneben. Das sind dann wirklich die Big Tech Names an der Stelle oder beziehungsweise auch im Social Media Bereich die Namen. Snap sieht man eben hier, Intel sieht man da. Schlumberger ist drin, Verzeihung. Schlumberger ist drin, das war, oder die Firma ist groß genug, aber es sind eben andere Titel, dann nehmen wir HCA oder Honeywell beispielsweise, die da nicht auftauchen. Aber es gibt einen ersten guten Überblick eben. Und jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen runter, dann gucken wir einfach mal nächste Woche am 26., das ist am Dienstag, beziehungsweise schon am Montag nachbörslich, also hier kann man, obwohl, wie da steht kein Wochentag. 25. ist Montag, Facebook nachbörslich. 26. nachbörslich haben wir Alphabet, also Google an der Stelle, Microsoft, die eben entsprechend releasen, Twitter, ganz besonders Twitter, Google, Facebook. Das sind jetzt ausgehend von Snap nächste Woche gleich zum Wochenstart potenziell, also der ersten halben Handelswoche, sind das durchaus marktbewegende News. Und jetzt ist eben so ein bisschen die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Also wir können, das nennt man dann, ich habe das heute früh, ich muss mal kurz hier einmal die Discord-Community, ziehe ich einmal rüber. Also alle Ausführungen, die ich jetzt mache zu Snapchat und dergleichen gleich, die findet man schon hier in der Discord-Community. Und ich habe hier etwas geschrieben, ein Wort, eine Begrifflichkeit, mit der man vielleicht an erster Stelle nicht so viel anfangen kann. Sympathy Play. Sympathy Play bedeutet, es betrifft Aktien, die im gleichen Sektor
potenziell betroffen sind. Das werden wir auch gleich sehen. Nachbörslich ist ebenfalls Twitter oder auch beispielsweise Facebook stärker unter Druck geraten, obwohl jetzt Snap im ersten Moment damit nichts zu tun hat. Aber natürlich die News, die über den Ticker gelaufen ist, nämlich jene hier, dass wir eben diese Apple Privacy Changes eben haben, die das Geschäftsmodell von Snap beinhalten, einer wirklich starken Wachstumsfirma, also wirklich ein massiver Growth-Titel an der Stelle. Ganz kurz einen Blick. Im Moment, ich gucke mal ganz kurz, ob ich hier auch eine konkrete Zahl habe. Muss ich einmal schauen, ob ich jetzt hier einen Überblick habe. Es könnte durchaus sein, dass die Aktie vielleicht gar nicht da drin ist. Aber es könnte durchaus sein, naja, Shopify beispielsweise auch, könnte da durchaus in diesem Bereich liegen. Ist nicht so ein starker Growth-Titel wie beispielsweise Pinterest. Gestern beispielsweise nachbörslich auch unter Druck gewesen. Okay, aber gut. Fakt ist auf jeden Fall, jetzt vor dem Hintergrund der Größe dieser Tech-Giganten und der gestrigen News sollte man das nicht unterschätzen. Und es ist auch ganz interessant zu sehen, wie der Markt eben jetzt darauf reagiert. Ganz kurz übrigens mal, ich teile mal hier einmal den Link. Dann hat man dort auch die Möglichkeit, sich das anzuschauen im Nachgang. So. Einmal hier. Zack. Discord. Und ausgehend, wie gesagt, von diesen News kann das durchaus auf dem breiten Markt Auswirkungen haben. Durch eben die hohe Marktkapitalisierung, die diese Titel, besonders Facebook, besonders Google, natürlich Microsoft, wie gesagt, nur bedingt vielleicht, aber nichtsdestotrotz auch Twitter spielt gemeinhin eine Rolle, glaube ich. Das kann durchaus einen Spillover-Effekt auch auf andere Bereiche in diesem Bereich eben haben, also im Bereich Social Media. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das kann durchaus sein, dass wir hier infolge dieser News eben entsprechend unter Druck geraten. Wir haben gestern nachbörslich das auch leicht sehen können. Also wir haben sehr stark geschlossen dort. Also das heißt, im Bereich 22 Uhr sind wir im Bereich Allzeithochs eben gewesen, um die wir geschlossen haben. Und dann gab es eben dieses Gap Down. Da gibt es dann diese leichte, kurze diese Handelsunterbrechung infolge eben dann dieser Inventur im übertragenen Sinne, die da stattfindet, kurze Handelsunterbrechung und dann setzt der Future gleich relativ zügig wieder ein. Also Handelsunterbrechung zwischen 22:15 Uhr bis 22:30 Uhr und dann nochmal zwischen 23 bis 0 Uhr. Da ist eine Handelsunterbrechung. Aber wir sehen schon, das ist nur marginal, aber wir können es erkennen, ein Gap Down. Und dieses Gap Down ist getriggert worden durch eben diesen negativen Earnings Release von Snapchat, der dann auf den breiten Markt Facebook und Co. Auswirkungen gehabt hat. Jetzt kommt es allerdings. Wie gesagt, wir skizzieren alles in allem ein verhältnismäßig bärisches Bild. Das ist kein besonders günstiger Ausblick, aber nichtsdestotrotz, dieses Gap konnte mittlerweile wieder geschlossen werden hier auf breiter Front. Also das heißt, dieser kurze Abschlag durch diesen negativen Earnings Release und diese negative Reaktion ist bis jetzt geschlossen worden. Und wenn der Markt in der Lage ist, das komplett abzuschütteln, dann könnte es durchaus sein, dass sich sehr, sehr attraktive sogenannte Bounce Plays anbieten. Sowohl im Hinblick auf Snapchat natürlich, vielleicht da auch noch am ehesten durch die massive Volatilität, den sehr, sehr starken Anstieg, aber eben auch durch andere Titel, also beispielsweise eine Facebook oder beispielsweise eine Google, wobei die Trading-Technik nicht so attraktiv ist. Und das kann durchaus ein relatives Stärkesignal sein, was dann auch der Wegbereiter für weitere extreme Bullishness in der nächsten Handelswoche ist. Das heißt also, dass dieser hier sich eingeleitete sehr bullische Modus, den wir seit vergangener Woche Mittwoch eingeleitet sehen, wo wir eben die 4.330 haben sehr deutlich verteidigen können und jetzt aufgemacht haben in Richtung Allzeithochs, dass diese sehr starke Aufwärtsdynamik weiter anhält und dass dann in dieser Konstellation eben weitere Aufschläge, neue Allzeithochs und dergleichen die Folge sind. Und jetzt kommt es, zurückkommend auf den DAX nochmal ganz kurz. Jetzt ist es nunmehr aber natürlich so, der DAX ist in dieser Konstellation zunächst einmal jedenfalls relativ schwach, weil wir zwar einerseits hier zwar dieses Abstoßen gegen die 15,5 jetzt sehen. Ja, das ist ein leicht positives Signal. Aber wir sind doch dann wiederum in Relation zum Beispiel zum US-Markt recht deutlich unterhalb der Allzeithochs. Und das ist wiederum etwas, das kann durchaus allerdings sich in der nächsten Woche dann dahingehend auflösen, dass wir vielleicht eine bullische Outperformance im DAX zu erwarten haben. Sollte sich das Bild so präsentieren, wie ich es gerade geschildert habe. Zwar sehr, sehr bärische News, die allerdings weggeatmet werden, beziehungsweise größtenteils vielleicht auch schon eingepreist sind. Es ist eine Übertreibung, es ist, man ein sehr, sehr emotionales Marktumfeld einfach sieht. Der Markt ist in der Lage, das zu verarbeiten, recht gut zu verarbeiten und sieht dann trotz dieser Down Guidance eben oder also Revised Guidance fürs vierte Quartal, dann bei solchen Big Playern wie Facebook, Google in der nächsten Woche, gleich zu Beginn der nächsten Woche, dass der Markt in der Lage ist, das gut zu verarbeiten, stattdessen auf diese bärische
Release eher bullisch reagiert, entsprechende Aufschläge die Folge sind, der S&P folglich auf neue Allzeithochs ausbricht und das dann den DAX im Windschatten sehr, sehr stark nachzieht, weil der in der jüngeren Zeit hier doch relativ stark underperformt hat, also nicht so stark performt hat wie der S&P, das eigentlich seit letzter Woche Mittwoch eben am Tun ist. Und ja, das also in dem Hinblick jetzt, wie dieser Release dann eventuell sich im Hinblick auf den DAX auswirken könnte. Grundsätzlich gilt, dass wir nicht ganz so günstiges trading-technisches Umfeld derzeit vorfinden. Nach dem initialen Break aus der Open Range hier, um das ganz kurz auf die Trading-Komponente anzuwenden. Nach dem initialen Break hier aus der Open Range auf der Oberseite haben wir jetzt einen Flush gesehen, der allerdings die 15,5 hat erhalten können. Sieht alles in allem erstmal relativ choppy aus. Jetzt ist allerdings genau die Sache, das ist wiederum vielversprechend. Wir laufen nämlich recht zügig sofort zurück über den EMA. Wir laufen wieder in Richtung der Hochs. Und was jetzt allerdings schwierig werden würde, ist, dass wir einfach Schwierigkeiten haben dürften, einen Einstieg zu finden. Also das müssen wir abwarten, ob das sich derart darstellt. Eine Möglichkeit, den DAX jetzt hier zu traden, wäre eventuell, dass wir eine knappe Konsolidierung leicht unterhalb der 15,6 zu sehen bekommen, um dann ein sogenanntes Breakout-Play auf den Weg zu bringen mit einem relativ engen Stop. Also sprich, dass wir sowas hier zu sehen bekommen, kleine Konsolidierung und dass dann der Break eben auf der Oberseite erfolgt. Mit jeweils einem engen Stop, den wir dann auf dem Tief der Range eben tatsächlich platzieren würden, beziehungsweise einen Buy-Stop, um dann hier entsprechend diesen bullischen Drive nach oben zu traden. Das wäre etwas, da müssen wir allerdings abwarten, ob sich das ergibt. Was ich ungern machen wollen würde, ist jetzt hier in irgendeiner Form einen Breakout zu traden und dann mit so einem ultraweiten Stop arbeiten, also ultraweit in Anführungsstrichen, also mit einem Stop unterhalb der Tageshochs, weil das dann 100 Punkte Risiko wären an der Stelle. Und da muss ich sagen, so viel Positivness oder so viel bullisches Potenzial von mindestens 200 Punkten auf der Oberseite, der den DAX da Richtung 15,8 katapultiert, muss ich sagen, habe ich aktuell nicht. Also nicht, dass es unmöglich wäre, aber die Wahrscheinlichkeit dafür scheint mir doch ein bisschen gering zu sein. Da möchte ich lieber versuchen, mit einem engen Stop hier reinzukommen in den Trade, auf der Oberseite in Richtung der 15,7 zu gehen. Also das heißt, 100 Punkte Chance auf der Oberseite anzuvisieren und das Ganze eben mit einem relativ kleinen Risiko von vielleicht 25, 30 Punkten eben dann zu handeln, also aus einer solch engen Konsolidierung. Aber das müsste sich jetzt erstmal herauskristallisieren. Also tradingtechnisch ist das nicht unbedingt das attraktivste Umfeld, welches der DAX hier gerade durch diese Struktur, die sich hier herauskristallisiert, eben präsentiert. Ja, das also zum DAX an der Stelle. Wie gesagt, S&P hatten wir jetzt gerade. Da ist die 4550, das ist das Thema. Gestern initial kurzer Flush auf der Unterseite, aber dennoch eben dieses Gap bereits jetzt in der Vorbörse wieder geschlossen, ist eigentlich ein Zeichen von Stärke. Das zeigt also, dass das vielleicht größtenteils auch so erwartet wurde. Ich muss auch ehrlich sagen, also wirklich neu ist die News irgendwie nicht. Also kann man nicht sagen, weil wir haben eben diese Privacy Changes von Apple, also an der Stelle, um dann auf den Einzeltitelbereich mal runterzukommen. Und somit dieses Verletzen, in Anführungsstrichen, hier im Hinblick auf dieses Digital Advertising, das haben wir ja, diese News, die haben wir ja schon im Juni gehabt. Ich glaube, das steht hier auch in diesem Artikel drin. Wo haben wir es denn? Facebook, Twitter, Shares, Apple, Hampered, New Ad Measurement Tool provided to their ads. In June, da steht es, als das vorher. Da, also im Juni. Also das heißt, das ist jetzt mittlerweile schon 4 Monate. So konnte das erwartet werden. Ich meine, klar, Snap hat, da gehen wir mal ganz kurz zurück. Übrigens, Stichwort Social Media, das allerdings nur rein informativ an der Stelle, damit ihr so ein bisschen eine Ahnung habt, was geht da jetzt gerade ab, wenn ihr über dieses Ticker-Symbol DWAC stolpert. Digital World Acquisition Corporation. Das ist ein sogenanntes SPAC. Zu SPACs hatte ich mal ein Trading-Tutorial gemacht, das hatte ich bei mir in den Kanal eingespielt. Link dazu stelle ich mal unter dieses Video in die Chatbox im Anschluss an das Morning-Meeting. Muss das auch erstmal tatsächlich suchen. Ist schon ein paar Monate älter tatsächlich. Ich hatte dazu was gemacht, damit man eine bessere Idee hat, was sind diese SPACs eigentlich. Was ich aber in der Konstellation ganz interessant finde und weswegen das Ding hier so gehypt wird. Und wir müssen mal schauen, wo wir kommen. Also wir haben gestern angefangen, da gab es plötzlich eine Hotness, in Anführungsstrichen, die erstaunlich war. Massives Gap gesehen, sind dann gestern über den gesamten Handelstag von
$10, wo dieser Spack eben normalerweise gepreist ist, bevor er dann entsprechend eben sich aufmacht, sind wir bis auf $50 gelaufen und notieren jetzt schon wieder deutlich im Plus bei über $70. Ja, wer ist Dwag? Dwag ist ein Spack von einem gewissen Donald Trump. Einem gewissen Donald Trump, der ja nach seiner Verbannung von Twitter damals im, nee, ich weiß gar nicht, es war gar nicht im US-Wahlkampf, glaube ich, sondern es war dann im Anschluss an die Unruhen im Kapitol oder rund ums Kapitol Anfang diesen Jahres. Aber er hatte damals ja schon angekündigt, dass er eine eigene Social-Media-Plattform ins Leben ruft. Naja, und über dieses Spack will er jetzt offensichtlich dann entsprechend eben diesen Schritt gehen, sich Gelder besorgen, wie gesagt, also diese Hülle, dieses Hüllenkonstrukt, das wird in diesem Tutorial wird das dargelegt. Aber ganz kurz, wenn ihr darüber stolpern solltet, DWAC, das ist dieses Spack von Donald Trump, der eben plant, seine eigene Social Media Company auf den Weg zu bringen und was natürlich jetzt aktuell, also mal schauen, wie nachhaltig das alles ist und dergleichen, aber nichtsdestotrotz, was natürlich initial einen riesengroßen Buzz hat, weil so ziemlich jeder hat natürlich die Entwicklung rund um Trump in dem Zusammenhang Twitter und dergleichen kennengelernt, beziehungsweise können auch jetzt mal einen Blick hier werfen, ganz kurz auf das Volumen. Wo habe ich es? Da. Gestern, also da sind richtig Stücke umgegangen tatsächlich. Aber einfach, dass man eine Idee hat, in welche Richtung das geht, wenn man darüber stolpert. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist an dieser Stelle Snap. Und ich hatte gerade Earnings gesagt. Das ist hier sehr, sehr schön aufbereitet bei TradingView. Da kannst du einfach hier draufklicken. Da hatten wir ein massives Gap auf der Oberseite. Das war ein richtiger Crushing Earnings Release, das letzte Quartal, der sehr, sehr stark eben auf der Oberseite überzeugt hatte und der auch eine sehr, sehr günstige sogenannte Guidance ausgegeben hat, also Wachstum. Das ist überraschend, ehrlich gesagt, weil wir müssen uns mal vor Augen führen, dieser Release, der war im Juli. Das war 2 Monate, nachdem es diese, nachdem hier Apple diese Funktion eben entsprechend gegeben hat. Natürlich kann ich jetzt als Unternehmen hier aus dieser Perspektive nicht sofort dann vielleicht zur damaligen Zeit ablesen, welche Auswirkungen das hat auf meine, auf mein Advertisement und dann entsprechend eben die Klicks, die ich von extern bekomme. Aber ich muss an der Stelle sagen, also es überrascht schon so ein bisschen, dass man damals diese massive Upward-Guidance gesehen hat, nur um jetzt entsprechend wieder nach unten zu revidieren. Also ganz kurz zu den Zahlen konkret. Hier sehen wir Adjusted EBITDA an der Stelle 135 bis 175 Millionen gegen 300 Millionen erwartet. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, wir haben hier in dem Konstellation einfach eine katastrophale Guidance, aber irgendwie schon irgendwo auch erwartet im letzten Quartal. Also jedenfalls, wenn man überlegt, dass diese Ankündigung Anfang Juni kam. Also das ist, wie gesagt, ein 2-monatiger Verzug. Wie auch immer geartet. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass wir diese gesamten Aufschläge und dieses Gap, was wir damals gerissen haben, hier auf der Oberseite jetzt komplett geschlossen haben. Vielleicht ist das allerdings jetzt auch so, wir handeln um 60. Das ist für mich heute die sogenannte Inflection. Also das bedeutet etwas anders formuliert, wenn wir das mal jetzt hier zusammenfassen. Wenn wir es schaffen sollten, die 60 zu halten, also, das heißt, und ich hatte das heute früh auch in der Discord-Community hier schon bereits geschrieben. Einmal hier. Da. Inflection habe ich auf der 60. Sollten wir die nicht zurückerobern können, das ist erstmal das bärische Szenario, dann können wir natürlich nochmal Richtung 57, vielleicht auch Richtung dieser Übertreibungstiefs 55 und tiefer laufen. Aber bei Rückeroberung der 60 und halten oberhalb von VWAP könnte es eben durchaus sein, dass wir ein sogenanntes Bounce Play zu sehen bekommen und dass wir vielleicht eine sehr, sehr starke Gegenbewegung mindestens in Richtung hier dieses sogenannten Two-Day-VWAP sehen, also den volumengewichteten Durchschnittspreis auf die letzten 2 Handelstage. Also es kann durchaus sein, dass das ein bisschen in Anführungsstrichen overdone ist auf der Unterseite. Und dass da durchaus die 60 eben eine Rolle spielt. Also wo wir genauestens beobachten sollten zur Markteröffnung, können wir die 60 halten. Wenn ja, wie gesagt, ist durchaus denkbar, dass wir dort eine schärfere Korrekturbewegung einleiten. Technisch etwas schöner, in Anführungsstrichen, beziehungsweise sauberer, haben wir das Bild hier in Twitter. Ich gucke mal ganz kurz, da haben wir einmal den übergeordneten Chart. Also auch da sieht man, ich bin der Grund, warum ich jetzt hier übrigens in meinem TradingView-Chart unterwegs bin und nicht bei Markets, ist, weil wir bei Markets hier keine vorbörslichen Daten haben. Also wenn wir jetzt uns beispielsweise hier Twitter betrachten oder sonst dergleichen, dann haben wir den Schlusskurs von gestern. Da ist dieses Gap Down noch nicht drin, deswegen macht es an der Stelle durchaus Sinn, da den Blick drauf zu werfen. Aber wir nutzen gleich Twitter hier auf der Plattform für das übergeordnete Bild, damit wir da eine bessere Idee bekommen. Und zwar, wenn wir den Chart jetzt hier von Twitter ein bisschen zusammenstauchen, da können wir nämlich erkennen, dass in diesem Bereich eine
potenzielle Unterstützung dahingehend gefunden werden kann, dass das nämlich die übergeordnete Aufwärtstrendlinie ist. Also Chance-Risiko-Verhältnis technisch ist das eventuell ein ganz interessanter Bereich, gegen den wir uns hier potenziell long positionieren könnten. So eine 62er-Bereich, vielleicht eine kleine Übertreibung zur Markteröffnung. Das würde dann auch nochmal so einen kleinen Flushout geben, vielleicht unter die 60 in Snapchat. Dann siehst du allerdings in diesem Bereich eventuell gegen die 62 Käufer reinkommen. Das könnte durchaus interessant sein, dann auch für ein Play, welches man auf den Weg bringt in die Higher 60s, beziehungsweise sogar zurück über die 70er-Marke, wenn wir nämlich parallel dann eine Überraschung zu sehen bekommen im Hinblick auf die nächste Woche anstehenden Earnings, Dienstag nachbörslich. Also das könnte durchaus ein Swing Trade sein. Also erstmal ein Trade, der natürlich intraday interessant wird, wenn wir die 62 halten können in Twitter, aber dann auch gegen diesen Bereich eventuell eine Position nicht nur aufbauen, wo wir vielleicht um den Kern herum traden, aber den Kern wirklich planen zu halten für die nächsten 2, 3 Tage in Erwartung positiver Earnings oder eines jetzt sehr, ja, oder nicht sehr bärisch, aber sich zumindest einer Skepsis, die sich etabliert und dann plötzlich kommt die News oder der Earnings Release und dann stellt sich plötzlich heraus, ja, so schlimm ist es gar nicht, oder beziehungsweise so dramatisch schätzt man das zumindest seitens Twitter, aus welchen Gründen auch nicht, auch immer ein und dann bekommen wir eben diesen Pop zu sehen, der uns zurück in Richtung 70 führt. Also das kann CAV-technisch, glaube ich, schon relativ interessant sein und auch, weil wir ein relativ klares Level haben, gegen das wir hier riskieren. Also, wo wir wissen, wir wollen nicht mehr long sein. Das ist dann, wenn die Trendlinie gebrochen wird. Beziehungsweise, ich würde jetzt mal so klassisch als Zahl sagen, allerspätestens unterhalb von 61. Und also dieses Gap Down, wie gesagt, die 62er-Gefilde, das zeichnet sich hier nicht ab. Aber nochmal, wir sehen durchaus, und das räume ich immer hier jetzt ganz kurz ein bisschen auf. So, also das ist der Bereich 67, beziehungsweise darüber dann, das ist so dann hier die Region um 72, 73. Das könnte durchaus ein Bereich sein, den wir anvisieren, wenn sich herauskristallisiert, dass das vielleicht gestern eine etwas übertriebene Reaktion auf diesen Release eben tatsächlich war. So, ne, da haben wir die Trendlinie. Und dann sehen wir um 62 roundabout hier in diesen Gefilden, also je nachdem, wie man jetzt die Trendlinie einzeichnet, aber alles in allem können wir erkennen, das ist durchaus ein Bereich, der auch da technisch für Twitter eben von Interesse sein dürfte heute. Das gleiche gilt dann auch nochmal ergänzend für Facebook. Auch Facebook hat gestern nachbörslich Zahlen gebracht. Ich muss allerdings sagen, Facebook, da liegt jetzt mein Fokus nicht ganz so stark drauf, weil ich bin alles in allem ja sowieso in Bezug auf Facebook ein bisschen skeptisch. Jetzt fangen sie an, Diskussionen auf den Weg zu bringen. Das hat der ein oder andere vielleicht mitbekommen, im Hinblick auf ein sogenanntes ja, Rebranding, also eine Namensveränderung. Allerdings ist diese Namensveränderung wahrscheinlich eher dem Umstand geschuldet, dass der Name Facebook einfach abgenutzt ist oder beziehungsweise mittlerweile zu viel negative Konnotationen auf sich zieht. Also zumindest gefühlt meinerseits. Also mein Nutzen von Facebook hat sich deutlich reduziert im Laufe der letzten Jahre. Ich war sowieso nie wirklich aktiv. Ich bin immer so ein bisschen am Schmunzeln, wenn ich irgendwie unterwegs bin und dann Menschen sehe, wie die in ihrem Smartphone am Rumtackern sind, also wenn man in Berlin eine U-Bahn fährt oder dergleichen, es bleibt ja gar nichts anderes übrig, du guckst dich einfach mal um, dann sitzt da jemand direkt neben dir und hat dann entsprechend sein Smartphone offen und alle sind bei Facebook irgendwie aktiv. Gefühlt ist es aber so, dass wir irgendwie sehen, spüren, dass dort durch dann auch diese jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf Censorship bzw. Hate Speech und dergleichen, also Zensur, die stattfindet ganz besonders bei Google beispielsweise im Hinblick auf YouTube, aber auch diese dann nicht so starkes Unterbinden eben dieser Hassreden und dergleichen, wo man eben im übertragenen Sinne, das ist ja das, was jetzt dieser Whistleblower da kommuniziert hat aus dem gehobenen Management, den Namen der Dame habe ich schon gar nicht mehr. Ob das alles stimmt und dergleichen, das sei jetzt mal dahingestellt, aber dass man da eben im Grunde genommen Profit über die Würde des Menschen stellt, um es jetzt mal so zu formulieren, dass einige Unternehmen ja schon begonnen hatten, auch in 2020 ihre Ads dort zu reduzieren, also ihre Werbung, die sie dort geschaltet haben, infolge nämlich des Umstandes, dass sie dort nicht in Verbindung gebracht werden wollten mit irgendwelchen diskriminierenden, rassistischen Kommentaren und dergleichen. Ich muss sagen, also, da muss man wahrscheinlich in den entsprechenden Kanälen unterwegs sein und dergleichen. Ich habe das nie wirklich mitbekommen, daran, also wirklich in keinster Form. Ja, also ich sage nicht, dass es das nicht gibt, um Gottes Willen, aber nichtsdestotrotz, also mir ist es nicht so bewusst gewesen, eventuell stellt sich das irgendwie an anderen Stellen dar. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass man eben, also dass diese Marke auch dann durch die jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf eben die Privateinstellungen, die kontinuierlich sich ändernden Geschäftsbedingungen, glaube ich, bei WhatsApp, haben dazu geführt, dass bei WhatsApp viele Leute abgewandert sind. Das ist ja direkt eine Firma von Facebook an dieser Stelle. Und alle diese Entwicklungen sorgen eben dafür, dass das Geschäftsmodell so ein bisschen,
tot scheint, in Anführungsstrichen, oder nicht mehr so diesen Wachstumsausblick eben tatsächlich hat. Und da ist natürlich jetzt diese Entwicklung hinsichtlich dieser Twitter sage ich schon, hinsichtlich der Apple-Geschichte, auf diese Privacy-Function, ist natürlich etwas, was auch hier Abschläge nach sich zieht. Die sind nicht ganz so dramatisch. Also, wenn man sich das mir anschaut, wir sind hier größenordnungstechnisch gestern in der Nachbörse, auch besonders bei Twitter, bei fast 10% Abschlägen gewesen. Ja, also da sind wir vom Schlusskurs um rund 65 im Tief gehandelt worden bei $60, also fast punktgenau. Das sind Abschläge gewesen, fast schon von 10%. Nicht ganz, aber auf jeden Fall sind wir ja deutlich oberhalb von 8% gewesen. So dramatisch hat sich das bei Facebook nicht dargestellt. Ich mal kurz gucken, ist die Aktie überhaupt offen? Da oben ist FB, das ist sehr gut. Aber auch da, also man kann erkennen, eine Reaktion war erkennbar. Wir sind jetzt in diesem Zusammenhang allerdings gelaufen im Bereich der übergeordneten Aufwärtstrendlinie. Also wir handeln derzeit um 3,29, 3,30. Das ist ungefähr auch diese Region hier, diese Trendlinie eben tatsächlich. Da könnte der ein oder andere orientierte Trader, der vielleicht nicht ganz diese Skepsis im Hinblick auf Facebook teilt, könnte eventuell geneigt sein, gegen diesen Bereich sich long zu positionieren. Also das ist durchaus etwas, was interessant scheint. Trading-technisch ist Facebook die Aktie allerdings nicht so interessant oder nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Deswegen liegt da mein Fokus eher auf den liquideren Titeln, auf den etwas volatileren Titeln vielleicht auch, wie Snapchat oder beispielsweise Twitter. Aber das vielleicht auch so ein bisschen als Idee, dass man sich gegen diesen Bereich vielleicht long positioniert, sieht zunächst einmal auch danach aus, kurzfristig, ich mache das mal hier oben, dass diese Abwärtssequenz hier nach dieser Whistleblower-Geschichte und dergleichen, dass die gebrochen wurde. Ja, hier gab es dieses Gap-Down, erinnert euch dran, das war Anfang Oktober diesen Monats. Wir konnten uns davon nicht wirklich erholen und sind dann nochmal deutlich abverkauft worden, aber wiederum deutlich oberhalb haben wir uns von 300 halten können. Und diese Sequenz, die ist jetzt halt gebrochen worden. So, ganz klar gebrochen worden. Jetzt gibt es eben diesen kurzen Spike auf der Unterseite, der uns nochmal in Richtung dieser Tiefs hier führt gestern. Allerdings, wo wir dann im Kassahandel sehen dürften, besonders wenn wir die 330 halten, dass wir eben ein höheres Tief ausbilden. Und genau dieses höhere Tief in Verbindung hier mit eben diesem Test dieser Trendlinie könnte dann die Initialzündung für einen bullischen Drive nochmal sein, der uns früher oder später zurück in Richtung und über die 340, 350 eben führt. Vielleicht sogar nochmal die Allzeithochs in den Mittelpunkt des Geschehens rückt, weil eben diese von mir gerade formulierte Skepsis einfach unangebracht ist. Aber nichtsdestotrotz, also das im Hinblick auf mein Nutzungsverhalten wird das eher dazu führen, also das, was sich dort darbietet oder wie sich die Gesamtkonstellation darstellt, dass eben mein Facebook-Konsum sich kontinuierlich mehr und mehr reduziert. Vielleicht an der Stelle, ich frage mal jetzt einfach spontan in die Runde hinein, weil es auch dann vielleicht eine Entscheidung ist, die für mich eben dann auch aus nutzungstechnischer Sicht im Hinblick auf meine Firma eine Rolle spielt. Nutzt einer von euch Facebook? Kommt jemand über Facebook zum Morning Meeting in irgendeiner Form oder auf meine Analysen oder dergleichen? Weil ich habe nämlich den Eindruck, wenn ich mir so die Klicks anschaue, der Hauptfokus liegt da wirklich auf Twitter beziehungsweise über die Webseite oder Discord, je nachdem. Aber Facebook, da ist ehrlich gesagt das Interesse alles in allem sehr, sehr, naja, überschaubar, so nenne ich es einfach mal. Und das könnte auch dazu führen, dass ich früher oder später einfach mal da meine Funktion einfach einstelle, einfach weil ich sage, ist für mich komplett vom Tisch. Also hier, Blake ist Kult, schreibt, ich nutze überhaupt kein Facebook. Also demnach impliziert das natürlich dann auch im Kleinen, dass du wahrscheinlich dann über andere Wege zu mir hier ins Morning Meeting gefunden hast oder dergleiche. Facebook ist schon lange gelöscht. Ich habe jetzt natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe natürlich meine Skepsis gesagt. Das begünstigt jetzt natürlich vor allem diejenigen, welchen hier verstärkt posten, die sowieso schon skeptisch in Bezug auf Facebook waren. Gibt es noch welche, die Facebook irgendwie gerne nutzen? Ja, so frage ich mal. Also Leute, die sagen, hey, Facebook, das ist eine Funktion, die will ich haben oder dergleichen. Oder vielleicht, das ist mal anders, die ein iPhone haben beispielsweise und diese Privacy-Function nutzen und beispielsweise darüber auch die Targeted Ads zum Beispiel in irgendeiner Form den Zugriff dann auf dein Nutzerverhalten beispielsweise abschalten. Das ist zum Beispiel etwas, das ist für mich, also ich verstehe, dass sich diese Firmen irgendwie finanzieren müssen über Ads und dergleichen, aber ich finde es mega nervig. Also ich kriege da Werbung und ich ziehe das ja nicht, um mich einfach nur berieseln zu lassen, sondern ich möchte diese sozialen Medien an erster Stelle eben nutzen, um mich auszutauschen, besonders zum Thema Trading, beziehungsweise um die Informationen, die ich halt wünsche, eben auch zu erhalten. Da kommt nämlich auch dann so ein kleines Problem zum Tragen. Das hat der ein oder andere vielleicht auch schon festgestellt. Du kriegst immer Nachrichten, welche
gefühlt deinen Bias bestätigen. Also das heißt, du kriegst Nachrichten innerhalb deiner Blase. Das finde ich unglaublich schwierig. Also nicht, dass ich mich nicht gerne bestätigt sehe, aber es ist für einen Diskurs natürlich überhaupt gar nicht hinreichend, weil ich habe eine Einschätzung, eine Meinung, wie auch immer geartet, zu welchem Thema auch immer, aber ein Diskurs oder so ein Gespräch entsteht ja nur dadurch, dass man verschiedene Blickwinkel auf ein Thema eben hat. Ich habe das auch schon im privaten Bereich zum Beispiel festgestellt. Sowas wie Diskussionen oder ein Streitgespräch, also ohne das abwerten zu meinen, sondern einfach eine hitzige Debatte, wo man sagt, ich habe die Meinung, ich habe die Meinung, ich mag dich trotzdem, aber trotzdem, da bin ich gar nicht unter deiner Einschätzung. Das gibt es gar nicht mehr. Also das findet gar nicht mehr so statt, was sicherlich auch dann durch, wie gesagt, solche sozialen Netzwerke eben begünstigt wird. Und wie gesagt, wahrscheinlich ist dadurch dann auch meine Aversion, wird dann immer mehr gesteigert, weil ich natürlich erkenne, wo sich da die Quelle findet, also die Wurzel des Übels im übertragenen Sinne, weil ich eben ja nur innerhalb meiner Blase in Anführungsstrichen beschallt werde. Und dadurch diese sogenannte Premortem-Analyse, Sprichwort kognitive Dissonanzen beispielsweise, gar nicht mehr stattfinden kann. Also was könnte schiefgehen jetzt im Hinblick auf einen Trade, was mich dazu veranlasst, zum Beispiel einen Stop zu setzen. Also ich in der Konstellation im Grunde genommen in meiner Einschätzung befeuert oder bestätigt werde und infolgedessen eben 100% dafür überzeugt bin, dass ich beispielsweise im Hinblick auf einen Trade kein Risiko sehe, beziehungsweise im Hinblick auf meine Einschätzung in Bezug auf diese und jene gesellschaftliche Entwicklung oder dergleichen gar nicht erkenne, dass das eventuell zu einseitig informiert ist an dieser Stelle. Genau, weswegen ich diese Privacy, da kommen wir wieder zurück, da schließe ich den Kreis, weswegen ich diese zum Beispiel für mich nutzen würde. Also wenn ich ein Apple hätte oder ein iPhone, was ich nicht habe, aber das ist vielleicht etwas, wo jetzt jemand sagt, dass ich habe ein iPhone und ich nutze die auf jeden Fall aktiv aus den gerade genannten Gründen. Okay, also ja, Dandy schreibt gerade, also es gibt Adblocker, also Adblocker ja, und da geht genau in die gleiche Richtung, deswegen kriege ich die Werbung da gar nicht mit. Ich habe zwar Facebook just for fun. Blöde Sprüche und dergleichen, aber nichts fürs Trading. Okay, das schreibt Christoph. Okay. Nutze Facebook eigentlich nur als eine Art Newsfeed, weil ich dort die interessanten Tageszeitungen, Sportmannschaften abonniert habe. Genauso nutze ich tatsächlich Twitter. Also da muss ich sagen, da finde ich es noch ein bisschen besser, weil da habe ich natürlich die Möglichkeit, auch international viele Informationen zu beziehen. In Bezug auf US-Equity Trading macht das natürlich eine große Rolle. Aber genau, also das aus der Perspektive sind halt die News, aber genau da sehe ich dann auch wieder. Es ist nicht differenziert. Also es ist wirklich nur deine potenzielle Meinung eben befeuern, also in meinem Fall jedenfalls. Okay. Ich nutze Facebook. Sehr gut. Da ist schon mal jemand. Nutzt du denn Facebook auch mit JK Trading, also Jens Klar Trading, und klickst dann da auf die Artikel? Oder tauchen die bei dir gar nicht auf? Da gab es gestern zum Beispiel auch in meinem Tutorial, was eingelaufen ist, gab es da einen ganz interessanten Hinweis. Da sagte jemand, ich kriege gar nicht die Notification. Hier bei YouTube kriege ich die gar nicht im Hinblick auf das anstehende Tutorial. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass man den Feed nicht abonniert hat. Also es gibt ja oben diese Glockenfunktion, wo man dann sagen kann, ich möchte eine Notification, wenn ein Tutorial einläuft. Aber nichtsdestotrotz ist das auch überschaubar geworden mittlerweile. Also auch bei mir. Also ich habe früher wesentlich mehr Informationen von Trading-Kanälen auch über YouTube beispielsweise bekommen. Das fängt sich an, deutlich zu reduzieren. Also nicht, dass nicht da bestimmte, beispielsweise Musik, mein Musikgeschmack begünstigend eben eingespielt wird. Aber in Bezug aufs Trading, wo ich ja definitiv auch viele Klicks habe und mir Informationen ziehe und mir das anschaue, wie andere Einschätzungen sind und dergleichen, man hat so ein Gefühl, dass das wie so eine Filterfunktion drin. Also das, wie gesagt, nur rein aus informativen Gründen für mich einfach, um da eine Einschätzung zu bekommen, auch um das richtige Marketing in Anführungsstrichen zu machen, beziehungsweise da eine bessere Idee zu bekommen. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, Facebook, das war jetzt einfach mal vom Trading so ein bisschen weg in Richtung, wie da so das Nutzerverhalten insgesamt ist. Das ist natürlich auch nur eine kleine Bestandsaufnahme hier. Das hat natürlich jetzt nichts bei Milliarden Nutzern in irgendeiner Form an Aussagekraft, wenn wir hier irgendwie 20, 30 Leute befragen. Aber nichtsdestotrotz, also so rein vom Interesse, also ich stelle mir die Frage, bin ich da alleine, der diese Wahrnehmung eben hat? Nochmal bezogen aufs Trading heute. Ausgehend von den News, ausgehend von Snapchat, der gestrigen Hot News, Snapchat Inflection 60, Twitter Inflection 62, vielleicht ein Stück drunter, 61, Roundabout. Facebook gegen die 330, potenziell Long, das ist die Aufwärtstrendlinie nach dem Bruch, höheres Tief, was sich ausbildet. Ganz besonders, wenn wir ein Close oberhalb von 340 zu sehen bekommen, in Antizipation der nächste Woche Montag anstehende nachbörsliche News, könnte das durch. Aus vielleicht dann nochmal ähnlich argumentiert wie auch bei Twitter, eine Bullishness nach sich ziehen, die einfach
Ja, meine gesamte skeptische Einschätzung hier konterkarieren. Aber wie gesagt, trading-technisch glaube ich, ist Snapchat und Twitter für den heutigen Tag ein bisschen attraktiver. So, das also zu den Social Media Giganten in Anführungsstrichen. Etwas evolutilerer Titel. Evolutiler ausgehend von der ATR, weil wir haben eine ATR hier bei Intel von kleiner einem Dollar. Also, das heißt, das ist eigentlich ein verhältnismäßig smoother Titel, so nenne ich ihn mal. Gestern auch Earnings veröffentlicht, auch gute Earnings. Aber hier ist schon die News, beziehungsweise hier: Intel Shares fall after Component Shortage hurt PC Chip Business. Also, gute Earnings per Share 1,71 gegen 1,11 erwartet, also fast 50% oberhalb, sogar ein bisschen mehr. 18,1 Milliarden Revenue gegen 18,24, also leicht unter der Erwartung, aber immer noch in line. Spannenderweise allerdings die Aktie nachbörslich 8% unter Druck, weil ganz konkreter Verweis auf die sogenannte Semiconductor Shortage. Also das heißt, die Engpässe, die wir hier im Halbleiterbereich eben sehen, machen sich jetzt bemerkbar bei Intel. Im Hinblick, also da kann man sagen, Semiconductor Company is in a period of massive capital expenditure as it spends 20 billion this year. Also das heißt, die haben hier natürlich sind direkt betroffen durch diese Semiconductor Shortage und sehen auch entsprechende Auswirkungen auf den Sales-Bereich, also das, was sie verkaufen an Produkten eben. Logischerweise, wenn ich keine Rohstoffe habe, die ich verarbeiten kann, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Anzahl der Produkte, die ich verkaufen kann. Und in dem Zusammenhang eben die Aktie nachbörslich unter Druck. Wie gesagt, das fällt hier nicht auf. Wir haben gestern eigentlich einen verhältnismäßig starken Close gesehen bei 56 Dollar. Die Aktie ist dann allerdings nachbörslich, ich mache das mal hier ganz kurz auf, zack, sehr stark unter Druck gewesen. Und wir sind bis auf 50 Dollar, also jetzt auch, oh, das sind die ersten Quotes jetzt hier in der Vorbörse. Also, warum sage ich oh? Ich hatte auch hier zu Intel was heute früh geschrieben. Und zwar, gap mehr als 8% down, 51 dürfte die Inflection sein. Intel ist nicht der volatilste Titel, daher würde ich Short mit Ziel 50 und tiefer nur in Betracht ziehen, wenn wir die 51 droppen. Also das heißt, das waren jetzt heute früh meine Einschätzungen. Jetzt kommen die ersten vorbörslichen Indikationen rein und wir sehen, wir laufen jetzt schon die 50 an. Also das heißt, wir haben schon erhöhtes Volumen in dem Titel in der Vorbörse, wir halten die 51 nicht. Das ist nicht wirklich positiv, ehrlich gesagt. Also könnt ihr mir vorstellen, dass da nochmal einiges an Abgabedruck tatsächlich sich dann anschließt. Da gucken wir mal kurz hier. Potenzielle Ziele auf der Unterseite. Hier ist eine, das kann man auch erkennen, eine wichtige Unterstützung in dem Bereich. Ich zeichne das mal eben ein. Das ist hier der Daily Chart ganz unten. Das ist die 51er-Region, die wir jetzt hier droppen. Und naja. Jetzt würden wir jetzt mal sagen, okay, was ist ein potenziell anzuvisierendes Kursziel, vielleicht auch in den kommenden Tagen? Also noch nicht unbedingt heute, eben weil die ATR in dem Titel jetzt nicht so hoch ist. Also die durchschnittliche Schwankungsbreite. Duplizieren wir wahrscheinlich die Range. So. Mach mal hier groß. Können wir ein bisschen besser mitarbeiten. So. Duplizieren hier die Range. Das sind ausgehend von diesen Niveaus 55. Gestern Versuch aus der Range auszubrechen. Könnte durchaus sein, dass wir hier bis in gefühlt um 48 verkauft werden. Also deutlich auch unter die 50 an der Stelle eben rutschen, sofern wir eben uns hier unterhalb von 51 präsentieren und das tun wir in der Vorbörse ganz deutlich. Also das heißt, das wäre auch ein durchaus interessanter Titel für den heutigen Tag. Sicherlich auch deswegen interessant, da komme ich nochmal ganz kurz zurück, weil vielleicht sagt der ein oder andere, naja, Social Media Companies und eher High-Beta-Stocks, stark volatile Titel, das ist jetzt eigentlich nicht so meins. Ich möchte mich da langsam reinfühlen in den Aktienhandel an der Stelle. Also Intraday-Aktienhandel, Daytrading von Aktien eben. Ich glaube, da ist Intel ein sehr, sehr guter Kandidat, eben weil der eine verhältnismäßig saubere Struktur hat, schön trendige Struktur hat und auch eine relativ niedrige Volatilität einfach. Also das heißt, ich komme auch bei verhältnismäßig relativ kleinen Risiken, komme ich in den Trade rein. Ist ein sehr liquider Titel, also nur, dass man mal eine Vorstellung davon hat. Ich habe das mal hier. Das ist zwar jetzt Tesla, da gucken wir gleich auch drauf. Das ist ein Monster auf vier Rädern, in Anführungsstrichen, aber dazu gleich mehr. Hier, wir haben 4 Milliarden Aktien outstanding, also unglaublich viel Liquidität, klassischer Blue Chip Titel. Also das heißt, in der Konstellation ist das hier durchaus ein Play auf der Unterseite. Da kann man es auch sehen, die Wichtigkeit dieser Region eben, welches dann für ich sag mal, den etwas konservativeren Daytrader sich durchaus anbietet. Also auch Intel heute potenziellen Kandidat für ein Play. Und ja, final noch ein Einzeltitel, den wir heute abdecken wollen.
Wir wollen einen Blick auf Tesla werfen. Ich habe gestern wirklich, ich habe nur noch gegrinst, ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, was natürlich alles begünstigt oder alles bestätigt hat, was ich eigentlich schon sagte, im Hinblick auf den Ausblick für Tesla insgesamt und in der Konstellation eben die Stärke, die relative, die da auszumachen ist. Ich hatte ja durchaus hier dieses Szenario, dass wir auf die Earnings and Buy the Rumors Sell the News zu sehen bekommen, dass wir infolgedessen eben hier dann in vielleicht die Richtung der 800er Region nochmal zurücksetzen, vielleicht 87, 77. Ja, wir hatten kurzzeitig eine leicht schwache Eröffnung, die 850, die ich gestern aber herausgestellt hatte, die konnte gehalten werden und nicht nur konnte die gehalten werden, sondern wir sind dann einfach mal gegen die 855 hier in einer Linie, das ist ein 5-Minuten-Chart hier oben links, sind wir mal erstmal in Richtung 885 gelaufen und dann darüber sogar in Richtung Allzeithoch auf die 900er-Marke. Und ungehaltene Bullishness. Also jeder versucht irgendwie seine Hände auf Tesla-Aktien raufzubekommen. Anders kannst du das nicht interpretieren. Ist auch ein unglaublich hohes Volumen gewesen. Auch das hole ich mal ganz kurz hier, ganz kurz drauf. Einen Moment, Tesla. Na, da. Damit wir mal eine Einschätzung haben. Ja, also hier ist das Volumen, das gestern gelaufen ist. Wir gucken mal kurz. Na, nehmen wir mal die ersten 15-Minuten-Kerzen, 15:30 Uhr bis 16:15 Uhr. Also hier in der 3 Millionen Stücke gehandelt worden. Hier in der zweiten Kerze so, sind gehandelt worden 1,75 Millionen. Da sind wir schon bei über 5 Millionen Stücke. Und dann nochmal 15 Minuten, da sind wir dann bei 7 Millionen Stücke. Das ist deswegen beeindruckend, weil das nahezu 50% des durchschnittlich gehandelten Volumens ist. Also nach einem Earnings Release ist nicht so überraschend, aber in Verbindung dazu sehen wir eben, dass eine Tesla von 8,55 hier dann eben eine ATR und mehr läuft. Also die ATR der Aktie, die liegt bei 21 Dollar. Das bedeutet also, wir sehen von 8,55 hier bis 8,95 roundabout eigentlich, fast, also 8,90, sehen wir eine Bewegung von 2 ATR auf der Oberseite. Und das heißt, also das zeigt wirklich eine starke Performance an der Stelle, einfach auch ausgehend von Institutionellen, die offensichtlich Tesla aufladen und kaufen. Und wir sehen dann auch ein unglaublich, also wir haben dann zwar jetzt nicht sofort die Allzeithochs rausgenommen und sind weiter auf der Oberseite gelaufen, aber wir haben in diesem Bereich geschlossen. Wir sehen auch jetzt in der Vorbörse. Erste Indikation, wir eröffnen im Bereich der Allzeithochs, bedeutet etwas anders formuliert, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Opening Drive über auf neue Allzeithochs zu sehen bekommen, ist verhältnismäßig hoch. Wir wünschen uns an der Stelle schon fast, mal schauen, wie sich das in den Folgestunden noch darstellt, aber dass wir unterhalb eröffnen, weil dann hast du hier mit großer Wahrscheinlichkeit ein Play, wo du mit relativ kleinem Risiko solch einen Drive eben fahren kannst. Und das Interessante bei solch einem Trade wäre jetzt, dass man eben sagt, wir traden erstmal den Opening Drive, wir gehen da eine Position ein zur Eröffnung, straight away, und würden dann eben, sobald sich der Charakter verändert eines solchen Opening Drives, potenziell Gewinnmitnahmen mitnehmen, aber wir würden nicht alles rausnehmen, sondern wir würden einen Teil stehen lassen. Drive Richtung 9,10 vielleicht. Vielleicht auch eine ATR direkt von der 900 bis 920 sofort. Mal gucken. Also das wäre schon ziemlich extended, also sehr, sehr weit überdehnt dann sicherlich. Aber was ich machen würde, ist auf jeden Fall, dass ich nicht alles rausnehmen würde, sondern ich würde dann erstmal einen Teil stehen lassen. Einen kleinen Teil, wenn auch. Also vielleicht nehme ich 50 bis 75% auf den Opening Drive auf neue Allzeithochs raus und würde dann einen Teil stehen lassen. Und würde den halten, solange wir den Rebound verteidigen können, weil ich kann mir dann nämlich auch vorstellen, dass wir weiter trenden für den Tag. Eventuell dann sogar auf diese kleine initiale Kernposition nochmal hinzunehme an der Stelle und einfach schlichtweg davon ausgehe, dass wir einfach in Tesla, ja, neue Allzeithochs markieren folglich und dann deutlich über die 900 vielleicht sogar in den Wochenschluss laufen. Dass es hier vielleicht so eine Art Übertreibung gibt. Mein nichtsdestotrotz weiter favorisiertes Szenario für längerfristige Engagements. Deswegen hoffe ich jetzt mittlerweile. Also jetzt haben wir nicht sofort auf die Earnings Release diesen Drive gesehen, dann eben jetzt ein bisschen anders, in Anführungsstrichen, dass wir einen kurzen Push über den 900 sehen und dann überrollen und die Korrekturbewegung in Richtung der 780, 770 vielleicht zu sehen bekommen. Das bedarf allerdings auch wieder des übergeordneten Marktes. Das ist wichtig. Also das heißt, das ist durchaus ein Szenario. Es kann aber durchaus sein, dass der Markt uns einfach nach oben wegläuft und dass das, was wir an Korrektur oder Konsolidierung zu sehen bekommen, größtenteils einfach seitwärts sich darstellt und dass wir gar nicht so einen mittelfristigen Trade gegen die 770, 780, vielleicht 800er Region, ein bisschen höher sogar noch, eben zu sehen bekommen. Ja, das also noch zu Tesla und dem, was uns da heute wahrscheinlich ins Haus steht. Bevor wir zu Gold und Silber kommen, noch ganz kurz einmal hier der Blick auf Bitcoin.
Also Flash Crash ist natürlich ein bisschen übertrieben. Da haben wir schon andere Sachen gesehen, aber gestern zumindest mal kam in den Nachmittag hinein nochmal ein bisschen Abgabedruck auf. Also das heißt, dieses bullische Szenario, was ich skizziert hatte, mit diesem kontinuierlichen Lauf und dem Push in Richtung der 70.000er-Marke, ist es nicht geworden. Also wir haben stattdessen eben dann hier diese Region um 64, also dieses Konsolidierungstief, gegen das wir ja initial diesen Momentum-Trade auf den Weg gebracht hatten morgens. Die haben wir gebrochen, diese Region, kämpfen jetzt gerade darum, den zurückzuerobern. Auf jeden Fall hat es eine Veränderung im Charakter jetzt der Aufwärtsbewegung gegeben. Also so wie es aktuell hier ausschaut, wie sich das Bild darstellt, sind wir eben jetzt erstmal, haben wir diese Aufwärtssequenz gebrochen. Das heißt jetzt nicht, dass wir sofort eine tiefe Korrektur erwarten sollen, aber eventuell, dass kurzzeitig erst ein Durchschnaufen gibt. Also bis die Bullen dann das nächste Leg drauf und in Richtung der 70.000er-Marke sich bewegen. Es kann also durchaus sein, dass wir hier zwischen 62 bis dann an der Stelle 67.000 grundgesprochen uns erstmal seitwärts konsolidieren zeigen jetzt in den folgenden Tagen und dass dann früher oder später eben das nächste Leg auf der Oberseite stattfindet. Wenn wir eine etwas tiefere Korrektur zu sehen bekämen, muss ich allerdings sagen, das ist schon sehr bärisch, möchte ich fast schon behaupten. Könnte man sagen, wir haben jetzt hier eine potenzielle Aufwärtssequenz. Vielleicht gibt es nochmal einen Retest, ein tieferes Eintauchen. Könnte es vielleicht nochmal einen Rücksetzer gegen die 50.000er-Marke geben? Also da, vielleicht lege ich da ein Fishing-Limit rein, Buy-Limit gegen die 50.000. Sofern sowas nochmal stattfindet. Wenn es stattfindet, kann es sehr schnell, sehr aggressiv gehen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, ehrlich gesagt, glaube eher, dass wir hier diese Konsolidierung zu sehen bekommen. Aber wenn sie auf den Weg gebracht würde, dann könnte ich mir vorstellen, ist die 50.000er-Region mit so einem Buy-Limit vielleicht nochmal ein interessanter Bereich, gegen den man sich long positionieren könnte. Wahrscheinlich erst allerdings Konsolidierung hier horizontal und dann entsprechend Leg up über die 70.000er-Marke auf der Oberseite. So, das noch kurz zu Bitcoin und ja, werfen wir noch einen Blick hier auf Gold bzw. auf Silber. So, guck mal ganz kurz hier. Also, Gold macht sich auf, den Bruch hier dieser Abwärtstrendlinie auf den Weg zu bringen. Also wir laufen weiter in Richtung dieser letztwöchig am Donnerstag markierten Hochs, post der Inflationszahlen, die am 13. ja veröffentlicht worden sind. Da gab es diese kleine Übertreibung, also Mittwoch letzte Woche, dann eben hier die Übertreibung am Donnerstag und dann dieser Flush-out in den Wochenschluss hinein. 1800, das ist also das Key-Level, an das wir uns jetzt heranhangeln. Und ich muss sagen, wo ich auch relativ guter Dinge bin, dass wir da zeitnah einen Bruch zu sehen bekommen, weil sich weiterhin nämlich die 10-jährigen Zinsen recht stark überdehnt darstellen. Ich lasse mal ganz kurz hier nochmal zeigen. US 10, wo haben wir sie? Da. Wir sind bei fast 1,7% mittlerweile angekommen und Gold marschiert. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Das ist eine relativ starke Performance. Das sind jetzt fast die Jahreshochs, die hier angelaufen werden. Nur mit einem ganz entscheidenden Unterschied. Im April, beziehungsweise hier im Mai, da haben wir in Gold, nur daran ändert sich, hier in diesen Gefilden gehandelt, um rund 1700 Dollar ungefähr. Und sehen jetzt, dass wir deutlich oberhalb uns stabilisieren. Also da, wo wir damals, auch hier vielleicht ein bisschen weiter höher, dann als wir bis 1900 gelaufen sind, der eine oder andere erinnert sich vielleicht Anfang Juni, wir hatten das zum Thema gemacht, haben gesagt, die Realverzinsung, die spricht eigentlich dafür, dass Gold deutlich über oder oberhalb dieser Niveaus stehen sollte, beziehungsweise dann, es war noch ein bisschen deutlicher tatsächlich hier in diesem Bereich. Das war diese Konsolidierung, der eine oder andere hat sich im Juli, zweite Hälfte, zweite Juliwoche ungefähr, dass wir es hier nicht geschafft haben, den deutlichen Break höher, über 1830 zu initiieren. Die Realverzinsung damals war noch mal ein Vielfaches negativer und hätte eigentlich diese Bullishness begünstigt. Und damals, muss man auch sagen, haben 10-jährige Zinsen in Gefilden um 1,1% gehandelt. Guck mal ganz kurz. Was hatten wir hier? Ja, hier Juli. 1,2, 1,3% waren es hier in diesen Bereichen. Bedeutet also etwas anders formuliert, wenn Gold damals in diesen Gefilden den Break nicht hingekriegt hat, jetzt wir 30 Basispunkte, 40 Basispunkte höher notieren und sich in diesen Gefilden halten kann, dann ist das meiner Einschätzung nach ein Zeichen relativer Stärke. Und sobald es mal kurzen Rücksetzer in den Zinsen 10-jähriger Natur gibt, ist das eigentlich der Wegbereiter für eine stark bullische
Bewegung dann in Gold, die uns in Richtung und auch über die 1830 führen kann. Also es kann durchaus sein, dass dieser Bruch jetzt hier über diese Trendlinie der Wegbereiter für eine recht starke Performance in den Jahresschluss hinein eben tatsächlich ist. Also das sollten wir nicht unterschätzen. Das ist gerade eine relativ starke Vorstellung, die Gold hier liefert. Und sobald die 1800 gebrochen ist, stehen wir wahrscheinlich recht zügig bei 830, 835 und darüber dann mit Bruch höher können wir sogar vielleicht uns nochmal darauf einstellen, dass wir Richtung 1900 laufen. Und vor dem Hintergrund, dass das saisonale Fenster, welches sich öffnet, besonders ab November, ganz besonders Dezember, in den Jahresschluss hinein, saisonal günstig Gold ist, ist das eventuell nochmal ein zusätzlich bullischer Treiber eben tatsächlich. Parallel dazu natürlich Silber. Da bin ich weiter positioniert aktuell. Also ich halte meine Position mit Stop unterhalb hier der Ausbruchregion. Die können wir hier verteidigen. Auch hier erneut die Hochs halten können. Also die ehemalige Widerstandsregion, die jetzt von Unterstützung wird, das ist der Bereich um 24. Die Aufwärtssequenz bleibt weiter im Spiel. Also auch hier haben wir weiter einen klaren Aufwärtstrend. Und sobald wir hier die Hochs rausnehmen, also das heißt über 24,50 brechen, glaube ich, ja, folgerichtig eigentlich, dass wir Richtung 25, vielleicht sogar höher, einen Test zu sehen bekommen, Richtung der 25,50er Region. Da läuft dann ungefähr die 200-Tage-Linie. Da bin ich mal gespannt, ob wir da einen Widerstand finden. Haben wir in der Vergangenheit häufiger, also wir haben sie definitiv in diesem Jahr schon definitiv häufiger angelaufen und auch respektiert als Unterstützung oder als Widerstand. Wenn die zurückerobert wird, könnte auch das dann zusätzlich nochmal als bullischer Treiber agieren. Vielleicht sogar dann Silber seine potenzielle Outperformance als Industriemetall eben noch ausspielen. Stichwort Supply Chain Issues und dergleichen, dass dann zwar nicht nur Gold sich bullisch präsentiert, sondern Silber nochmal extra bullisch in Anführungsstrichen eben tatsächlich präsentiert. Also auch da aktuell eine sehr, sehr interessante Konstellation. Silber relativ stark auch seit jüngerer Zeit und mit Bruch über die 1800 in Gold könnte da hier durchaus nochmal richtig, richtig Druck auf den Kessel kommen. Ja, soweit. Soweit. Das ist das meinerseits dann tatsächlich gewesen. Ganze Menge an Informationen. Ich hoffe, ihr habt für euer Trading jetzt in dem Wochenschluss was mitnehmen können. Also, wie gesagt, soziale Medien-Companies, Snapchat, Facebook, Twitter, ganz besonders Snapchat und Twitter in dem Wochenschluss eventuell von Interesse. Facebook mit Ausblick auf die Earnings, die am Montag nachbörslich anstehen. Also, wir blicken natürlich am Montag nochmal drauf, dann haben wir noch ein bisschen mehr Informationen. Tesla Second Day Play, potenzieller Opening Drive über die 900 auf neue Allzeithochs. Durchaus ein interessantes Play, weil da durchaus auch einiges noch an Squeeze-Potenzial vorhanden. Vielleicht ist dann oberhalb der 900. Ja, Gold, Silber und der DAX, wie gesagt, mit 15.500. Mal gucken, ob der S&P dort als Vorreiter über oder auf neue Allzeithochs sich präsentiert und der DAX dann Catch-up spielt in Anführungsstrichen und das entsprechende eben hier früher oder später zum Break über die 600 und dann folglich weitere Aufschläge bis 700, 800, dann vielleicht früher oder später auch auf Allzeithochs gibt. Also alles in allem bleibt der Modus grundsätzlich vorteilhaft, günstig und das auch mit Sicherheit in Relation zu den aktuell deutlich anziehenden Zinsen und der Sorge jetzt im Hinblick auf den Inflationsdruck, der kontinuierlich steigt. Also die anziehenden Zinsen, das hat weniger was mit konjunktureller Erholung oder wirtschaftlicher Stärke zu tun, die sich abzeichnet, sondern mit Sicherheit infolge der Sorgen, des Inflationsdrucks, der sich kontinuierlich aufbaut. Das wird früher oder später sicher nicht mal negativ sich auswirken und da wird es sicherlich dann auch mal einen hässlichen Rücksetzer eben tatsächlich geben, aber aktuell sieht es eher danach aus, als wenn der Markt das noch komplett abschüttelt und eben entsprechend in der Lage ist hier, oder die Bullen in der Lage sind, das Ruder zu behalten und eher weitere Aufschläge zu erwarten sind. Ja, soweit meinerseits. Also, happy trading, passt auf eure Stops auf. Schönes Wochenende, erholt euch gut und wie gesagt, für heute, happy trading, passt auf die Stops auf. Wir hören uns Montag wieder zum Morning Meeting, wie gewohnt, um 10:30 Uhr hier gemeinsam mit Markets. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Bis dann. Tschüss.